Stefan Kühne muss krankheitsbedingt passen und so geht morgen eine lange Leidenszeit zu Ende. Nach seiner schweren Kreuzbandverletzung steht Dominik Schmidt gegen Saarbrücken wieder in der Startelf. Der Innenverteidiger gehörte vor seiner Verletzung zu den Säulen im Preußenteam und gerade auch deswegen hat Trainer Pavel Dotschev keine Probleme, Schmidt auch ohne Spielpraxis von Beginn an zu bringen. Irgendwann muss ich ins kalte Wasser schmeißen. Er trainiert jetzt seit Wochen auf sehr höherem Niveau. Er ist sehr präsent auf dem Platz, er ist laut und zweikampfstark, er hat eigentlich gar keine Angst. Und deswegen denke ich mir, irgendwann muss der Zeitpunkt da sein. Dominik Schmidt ist also an Bord. Der neue und die restliche Preußentruppe ist gegen Saarbrücken gut damit beraten, die nötige Einstellung und das dazugehörige Umschaltspiel an den Tag zu legen. Denn gerade beim Unentschieden in Dortmund passte das Coach Pavel Dotschev überhaupt nicht. Die Rückwärtsbewegung war in Dortmund nicht so, wie es sein sollte. Und wir haben dadurch, dass wir fahrlässig waren in Rückwärtsbewegung, haben wir auch das Spiel aus der Hand gegeben. Und die Mannschaft von Dortmund war aktivere Mannschaft. Und das hat mir nicht gut gefallen. Ich denke, die Jungs haben das begriffen, dass sowas auch zu fahrlässig ist. Wir haben die Woche auch entsprechend gut trainiert. Und wir haben auch viele Sachen auch korrigiert. Und ich bin mir sicher, und das ist genau das, was mir auch dieses Gefühl gibt und auch Zuversicht gibt, dass wir morgen ganz andere Mannschaft von Preußen Münster hier erleben würden als in Dortmund. Im heimischen Preußenstadion hat der SCP in dieser Saison ohnehin noch nicht verloren. Die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel war am 21.04.2012. Damals verlor das Dotschev-Team mit 1:2 gegen den späteren Aufsteiger Sandhausen. Diese Serie soll natürlich weiter Bestand haben. Das nötige Selbstbewusstsein dazu strahlen die Preußenspieler jedenfalls aus. Wir müssen vor keinem Gegner Angst haben. Ich denke, wir sind zu Hause in der Macht. Natürlich, irgendwann reißen alle Serien, aber morgen wird es auf jeden Fall nicht reißen. Dazu haben wir uns zu doll eingeschworen, jetzt in den letzten Wochen Vollgas zu geben. Im Endeffekt zählen morgen 3 Punkte, egal ob es ein 1-0, ein dreckiger Sieg ist, Hauptsache wir gewinnen. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr, sehr gute Dinge, dass wir morgen die 3 Punkte hier lassen.